Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und so weiter. Hier. Moin, moin. Grüner Vollbier hell. So, was trinken wir heute, Rico? Feinstet grüner Vollbier hell. Letzte Folge. Ja, das ist gut, das doch mal. Ich brauch kurz mal. Also, was haben wir denn da? Grüner Vollbier hell. Prognose? Naja. Also. Ach du Scheiße. Naja, Silber, mehr wird's nix. Ja. Ach, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Wirklich? Nein, mach dir die Welt ein bisschen grüner. Ach so. Schenk dir einfach ein helles ein. Unser Grüner ist eine echte Bierlegende. Hell und fein glänzend, nicht zu herb, aber auch nicht zu malzig. Gerade richtig im Geschmack. Lehn dich zurück und entdecke Großes in den kleinen Momenten des Lebens. Das ist nämlich sogar vegan. Ach, das ist ja interessant. Ein veganes Bier. So, also. Auspacken oder wegpacken? Naja, ganz ehrlich gesagt, dieses Gelb-Orange spricht mir an, aber mit dem Grün eher nicht. Also eher würde ich es beiseite packen lassen. Also was mir auf jeden Fall ins Auge gesprungen ist, ist dieses Gelb-Orange, aber dann beim Grün wurde ich schon wieder abgeschreckt und dann gesagt, naja, haben jetzt die Grünen jetzt ein Bier gemacht. Auspacken oder wegpacken? Ich finde es nicht gerade ansprechend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht. Ich hätte es auch nicht genommen. Kurz, niemals, aber gut. Ein Punkt. Ja, mehr würde ich das doch überhaupt nicht geben. So. Warum steht da überhaupt das Lamsbräu? Ja, weil das ist jetzt 2024 unser Worst Bier. Also im Prinzip jetzt das momentan schlechteste Bier, was wir dieses Jahr bis jetzt getrunken haben. Ich habe gedacht, steht deswegen drauf, weil wir das in der letzten Folge getrunken haben. Ja, das mag auch sein. Und das könnt ihr euch ja nochmal reinziehen. Unsere Bier-Challenge. Genau. Plur-Bier-Challenge quasi. Speibier, ja. So. Augensucht oder Augenflucht? Nein. Jetzt macht das weg da. We will see. So. Thor's Hammer. Mhm. Hört sich schon mal gut an. Jetzt kannst du dir auch ein bisschen mehr reingießen. Nee, ist schon okay. Ich staune, ja. Es ist wieder eine schöne, angenehme Farbe. Klar, der Schaum ist schön. Kohlensäure ist super. Das ist auch wieder eine 4 von 4 oder was? Ja, finde ich auch. Ist ja heftig. So was hatten wir letztes Jahr nicht gehabt. Doch, 5-6 Mal. Ja, aber so selten. Also zwischendurch hatten wir ja ganz schöne Nieten drin gehabt. Also. Prost. Naja. Prost. Oh, nicht so komisch. Naja. Also es riecht wirklich so komisch. Ich sage, warum ist das der Hopfen so extrem oder was ist das denn? Der muss ja. Ja. Sehr hopfenbetont. Sehr hopfenbetont. Sehr hopfenbetont. Ansonsten, außer Hopfen schmecke ich da nicht großartig was, oder? Nee. Alter Schwede, das hopft aber richtig. Ich finde das nicht dolle, du. Naja, das ist einseitig. Das ist wirklich bloß. Du hast wirklich bloß den Hopfen, der dich da so begleitet. Du hast
noch eine Säure, die hinterher kommt, die dich aber die ganze Zeit begleitet, so hopfensäuremäßig. Und dann ist aber dann ist Schluss. Oh, das ist das schlechteste helle Bier, was ich jemals getrunken habe. Je mehr ich die trinke, desto mehr Säure kommt vor und der Hopfen geht unter. Aber du, dann hast du nichts mehr, ne? Also, ich finde, du hast nichts mehr. Dann. Also, ich schmecke jetzt mehr und mehr, schmecke ich nur noch sauer. Also, das ist jetzt nicht schlecht, aber gleichzeitig diese Penetrante. Das wird ja mal penetranter. Ja. Und das macht es dann schon wieder scheiße. Du hast da kein, das ist nicht rund, das ist einfach nur, das klatscht dir auf die Zunge und sagt, Alter, trink mich, Junge, oder lass es. Bäm, Alter. Ja. Und dann, je mehr du trinkst, das fängt das Ding an, dir die Zunge zu würgen und du sagst, du willst eigentlich ja nicht mehr, weil genau, also der Geschmack, der vor euch, der wird immer nur intensiver. Und 6 oder 7 Punkte. Ja. Sagen wir so, ist mir zu sauer. Je mehr ich trinke, desto saurer wird das, ist mir zu sauer. Und wie viele Punkte gibst du? Ja, ich hätte es am Anfang hätte ich vielleicht noch 7 gegeben, aber das fällt mehr und mehr. Also 5 okay, aber ja. Ich schmecke halt wirklich bloß noch sauer. Ja. 5 Spezialpoints. Wie viel kostet Bier? Leck schon mal die Ohren an. Kriegst du, wa? Die sind angelegt. Bringt ja eh nicht. 95 Cent. Ohne Pfand, ja? Ja. Hast du Spezialpunkte? Mhm. Nee, tut mir leid. Deutsch Reinheitsgebot haben wir. Ja. Uwe? Na, kicken. Hast du noch einen Witz drauf oder halt? Dumm gelaufen. Was haben eine verbrannte Pizza, gefrorenes Bier und eine schwangere Frau gemeinsam? Zu spät rausgenommen. Irgendein Dummer hat das Teil zu spät rausgenommen, genau. Uwe ist da, eindeutig, hat mir geschmeckt. Der hat schon geschrien. So schön, wie es aussieht, ich meine, wenn manch einer, der so die Sau, auf die saure Note steht, dann bitteschön. Hm. Aber es soll, also erstmal ist dieser, der Hopfen, der ist extrem kommt der raus am Anfang. Und je mehr man trinkt, desto mehr geht es so weit von extrem schnell über die Säure rüber, dass ich es bloß noch sauer habe. Also wirklich ist nicht meins, ich schmecke bloß noch sauer. 10 Punkte. Solch ranziges Zeug darf den Elendnamen Bier nicht tragen. Gib dein Bedauern laut kund und trinke ein Gebräu edlerer Klasse. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mein Gott, ey. Nastarovia. Besser. So. Hätte ich aber nicht gedacht, dass das wirklich so schlecht ist. Ich auch nicht. Zumal es ja so ja vegan ist. Ja. Was trinken wir als nächstes, Trikot? Oh. Ein Allgäuer Büblebier. Seid gespannt. Zum nächsten Mal.